Baptista Meier, die Flanke ist nochmal gut und da ist der Anschluss und es ist Drittliga. Dieses Spiel wieder auf Remis zunächst zu stellen. Aslan gegen Barz, der den Ball hält, Aslan im Nachsetzen. 1-1 Dresden nach ein und... Weihrauch, Kammerknecht. Gegen Osnabrück haben sie spät getroffen und jetzt treffen sie wieder. Was ist denn da passiert? Das zeigen die Spieler an, das kann doch gar nicht sein. Sah mir im ersten Moment noch eine verhunzene Hereingabe aus, aber vielleicht jetzt ein offensives Lebenszeichen der Dresdner. Da ist das Tor! Da ist der Abschluss durch Aslan! Kutschke irritiert. Meier! Nochmal Kutschke. Da ist wieder Aslan! Da ist Akoto. Akoto mit der Hacke, Kammerknecht! Ja, bist du der Irre! Oh, das ist zu schnell gegangen. Das ist zu schnell, zu schnörkellos und dann steht's. Setzen gut nach. Erste Möglichkeit, Dresden bahnt sich so ein bisschen an. Meier wieder ins Zentrum, Kutschke! Frühe Führung! Das wird vermutlich übrigens, sicherlich, der erste Torschuss für Dynamo in diesem Spiel. Er wird es und Kutschke trifft gelb. Ville is also there if he decides to go short. Looks as though it is going to be the outswinger. It's flipped on, it's going to be the goal and it is. Ninth minute. An obvious block from Arning. As Aslan steps up and fires it into the bottom corner. 2-0 Dynamo Dresden. Stand over the corner. Played in near post and there is the third for them. That is the cherry on top I was talking about. Bekommt keiner mal zwei Sekunden Zeit, um zu überlegen. Jetzt Meier, dieses Zuspiel ist grandios. Conte plötzlich da. Er stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Jonathan Meier. Gewesen. Außer. Jetzt hat er so ein Gemälde. Aus dem sie erstmal rauskommen müssen. Und heute hatten sie vor allem auch Schiedsrichterpech. Das kam noch erschwerend dazu. Und das ist dann das 2-3. Ahmed Aslan in der Nachspielzeit. Borkowski, kein Abseits. Schäffler durch, Schäffler! Und der Sieg natürlich Ahmed Aslan. Ich aus, was die Gäste hier leisten. Steht es nur 1-0 für Dynamo Dresden. Gibt es einen Abschluss? Knipping. 2-0, da ist der zweite Treffer und der Innenverteidiger macht Klaus. Jetzt mit dem PS, mit Wiese vor sich. Erster weg. Am zweiten vorbei, Conte. Conte mit einer Top-Vorbereitung für Manuel Schäffler. Das 1-0 für Dynamo. In die Wirtschaften bin mir nicht ganz sicher, ob Dynamo Dresden trotzdem jederzeit für sich beanspruchen kann. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, die Entscheidung. Patrick Weihrauch mit dem. Aber er bleibt natürlich der Fixpunkt bei den Löwen. Borkowski. Da ist es. Das 1-3. Und. Wir haben das richtige Spiel gewählt. Borkowski wird immer sicherer. Borkowski! Dynamo 3.